seeing in the rain, I'm seeing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Schaffst du es durch die Tür, Grandma? Ja, ja, es geht schon. Bahnfrei, bahnfrei, aus dem Weg. Na, wie geht's dir heute Morgen, Mama? Hör mal, du scheinst ein Meister der dummen Fragen zu sein. Wie ich sehe, hat das Schmerzmittel inzwischen nachgelassen. Jungchen, verschon mich mit deinen dummen Sprüchen, sei so nett. Es ist vielleicht deinem schwarzen Schrumpfgehirn entfallen, dass du derjenige warst, der mir den Zeh gebrochen hat, also. Ron trifft keine Schuld, Grandma, du hast gegen die Wand getreten. Na und? Ich kann da nichts dafür, wenn er seinen Hintern aus dem Weg nimmt. Ach, Kopf hoch, mein heißgeliebtes Schwiegermütterlein. Du musst positiv denken. Sieh mal, dass du meinen Hintern verpasst hast. Beweist doch ganz eindeutig, dass es einen Gott gibt. Oh, war das dein Fuß? Oh je, entschuldige. Grandma, ich stehe gerade. Kann ich dir was bringen? Nein, danke, mein Schatz. Ich will dir keine Umstände bereiten. Willst du nichts trinken? Nein, nein, vielen Dank. Mach dir bitte keine Sorgen um mich. Mach's dir nur bequem. Ich brauch ja keinen Tee. Ich denke, ich gönne mir jetzt ein hübsches Zuckerwürfelchen für meinen Kaffee. Es ist soweit. Ich bin im Begriff, mir ein Stück Zucker zu holen. Ja, so einfach kannst du mich nicht austricksen. Hey, mein Grandpa pflegte zu sagen, du musst sehr, sehr früh aufstehen, wenn du mich kriegen willst, mein lieber Chef Ironside. Ron, wieso liegst du auf dem Boden? Weil er getrunken hat. Oh, Katie, würdest du deiner Mutter erklären, was Sarah gerade gemacht hat? Hm? Was? Oh. Ron, ich bitte dich, lass die Scherze mit meiner Mutter. Schau sie dir an. Ich finde wirklich, dass sie schon genug gelitten hat. Sie hat versucht, mich zu töten, Ellen. Oh, Schatz. Red kein Blödsinn. Gut, na schön. Ich mach mich jetzt auf den Weg in die Praxis. Da bin ich in Sicherheit. Bei Praxis fällt mir ein, ich habe übrigens meine neue Assistentin heute zum Abendessen eingeladen. Also denk darüber nach, in welches Zimmer wir die alte Dame einsperren. Was soll das? Würdest du jetzt bitte gehen? Na, du willst doch nicht dein Eigenfleisch und Blut verletzen, ha, dein kleinen Liebling? Mach's gut, Sarah. Du bist ein toter Mann, Johnny. Du musst dich ranschmeißen, Mann, und zwar total. Ja, ich weiß nicht, T. Was zögerst du? Du hast doch gesagt, dass sie sich beim Englischkurs schon dreimal neben dich gesetzt hat. Es war ja auch kein anderer Platz frei. Ja, aber sie hat dich doch angelächelt. Könnte ja auch sein, dass sie vor Ekel das Gesicht verzogen hat. Sie ist heiß auf dich, Mann. Du hast eine echte Chance. Vertrau mir. Ich bin da nicht besonders talentiert, Mann. Ich meine, ich dreh glatt durch, wenn sie Nein sagen würde. Und bisher haben alle Nein gesagt. Das wird sich ändern. Na los, hey. Komm schon. Geniale Idee.
Alan spielt jetzt die kleine Tussi aus dem Englischkurs. Hast du kapiert? Los, los, geh ran! Du musst sie aufreißen, okay? Was soll das? Na los, Lenz! Keine Skrupel, Junge! Patricia, ich finde, dass du echt toll aussiehst und... Danke, das ist wirklich nett. Wenn du nichts dagegen hast, dann könnten wir doch mal ausgehen, oder? Aber natürlich, ja, warum denn nicht? Nicht so leicht machen, lass ihn ablesen. Was? Ja? Aber er hat doch so nett gefragt. Okay. Du spinnst wohl, du blöde Jan. Diese abgeleierte Anmache kannst du dir wirklich sparen. Hör zu, Les. Du musst ein bisschen mehr rangehen, Mann, und absolutes Selbstvertrauen zeigen. Schau her. Na, liebste Zuckermaus? Du siehst wirklich absolut hinreißend aus. Ich hätte Lust, dir die Klamotten runterzureißen. Ich brauch was zu trinken. Also, T, ich glaube, ich bin in dieser Hinsicht etwas anders gelagert. Das ist doch Blödsinn, Les. Wir haben die gleichen Erbanlagen. Also. Mann, als ich in deinem Alter war, da hatte ich 6 Frauen pro Woche. Klar, ich hätte auch 7 gekriegt, aber selbst unser Herrgott ruht doch an Sonntagen, oder? Lass dich nicht beeinflussen, Lester. Er hat keine Ahnung. Alles, was Terry über Liebe weiß, hat er von einer gewissen Frau Berger gelernt. Hey, die Frau ist okay. Lester, du musst nur natürlich sein. Du bist sensibel und nett und das kommt immer gut an. Ja, zeig ihr, was du drauf hast. Also gut, ich frag sie, ob sie mit mir ausgeht. Und zwar heute. Gut, Bruderherz. Also ran, klare Sache. Viel Glück. Sei auch einfach drauf, natürlich. Kleiner. Okay, Leute, danke. Ich mach noch schnell ein Foto von dem besten Aufreißer aller Zeiten. Also, bis nachher. Also, Miss B, irgendwie kommst du mir heute ein bisschen verändert vor. Ja, weil ich im Rollstuhl sitze. Oh, steht ja prima. Oh, hallo Lester. Ich hatte schon Angst, du würdest zu spät zum Essen kommen. Wir essen in 10... Ist was? Nein, nichts. Der große Aufreißer. Oh Mann. Was ist denn? Oh. Ich habe Patricia gefragt, ob wir ausgehen und sie hat gesagt, wir sollten einfach Freunde sein. Einfach Freunde? Ach du je, das ist ja wirklich eine grauenvolle Ausrede. Ach, Schatz. Tut mir leid für dich. Naja, macht nichts. Terry ist da einfach doch irgendwie geschickter. Auf mich fährt leider keine ab. Oh, das solltest du nicht sagen. Jeder von euch ist auf seine Art charmant, dein Bruder auf seine Weise und du bist es eben auf deine Art. Ja, aber meine Art bringt mir kein Glück. Leute, Lori hat ihre Ausbildung als Zahnarzthelferin erst vor 3 Monaten abgeschlossen. Und ich kann euch sagen, dass sie absolut talentiert ist, wenn es darum geht, einen hochinfizierten Wurzelkanal zu reinigen oder eine 30 Jahre alte Jacketkrone zu wechseln. Dr. Freeman, bitte. Das ist mir peinlich. Mrs. Freeman, Sie sind eine wundervolle Köchin. Köstlich, die Spaghetti. Das ist Sauerkraut. Sauerkraut? Wieso sind da Rosinen drin? Das sollen Rosinen sein? Tu, was ich tue. Kipp eine Ladung Ketchup drüber und dann iss mit geschlossenen Augen. Riecht nach Sauerkraut mit Rosinen. Nanü, hallo. Lori, das ist mein erster Sohn Terry. Terry, das ist Lori Bannister, meine neue Assistentin. Ah, finde ich gut. Hallo. Hallo, freut mich, Terry. Oh, die Freude ist ganz auf meiner Seite, Lori. Ja, ich glaube, ich werde bald mal in der Praxis reinschauen und zusehen, was du da so tust. Weißt du, ich habe da so ein ziemliches Faible für die Zahnarzthelferei und das schon seit langem. Ach, wirklich? Ja, schon seit 30 Sekunden. Ach, okay, Schwarzkeks, Schnauze. Ehrlich, Alan, du weißt genau, was ich brauche. Mann, Leute, ich habe einen tierischen Hunger nach dem Football-Training. Oh, spielst du zufällig in irgendeiner bekannten Mannschaft? Diese Frage ist wirklich sehr interessant. Entschuldigt mich. Ich fühle mich nicht besonders. Was hast du denn? Schon gut, Schatz. Lass ihn bitte gehen. Also, um noch kurz deine Frage zu beantworten. Ja, ich bin zum besten Nachwuchsspieler an unserer Uni gekürt worden. Hallo. Oh, hallo. Ich war gerade in Bad, naja, und da habe ich den Fernseher in deinem Zimmer gehört. Was tust du da? Oh, die Sportschau läuft gerade. Wieso hängst du mit dem Kopf nach unten? Na, weil der Fernseher auf dem Kopf steht.
Oh, du musst meinetwegen nicht aufstehen. Nein, nein, schon okay. In ein paar Minuten hätte ich sowieso kotzen müssen. Das wäre wirklich schade um das schöne Sauerkraut. Ah, ein nettes Foto von dir. Mhm. Was rede ich denn da? Das bist gar nicht du, hä? Huh? Sicher doch. Unsinn, war nur ein Scherz. Ist ein absolut simpler Trick, habe ich im Fotokurs in der Schule gelernt. Ich habe in der Schulzeit auch sehr viel fotografiert. Das fehlt mir ziemlich. Ja, Röntgenaufnahmen von verrotteten Zähnen zu machen, ist nicht ganz dasselbe. Nicht ganz. Weißt du, am liebsten bin ich allein in der Dunkelkammer. Niemand redet dir rein oder meckert dich irgendwie an. Genau so ist es. In der Dunkelkammer war ich glücklich, aber wenn ich in die Klasse zurück musste, dann war ich plötzlich gehemmt und unsicher und schüchtern wie ein kleines Kind. Geht mir auch so. Du warst schüchtern? Wieso nicht? Ja. Ach, komm schon, so wie du aussiehst, du warst sicher sehr beliebt. Wie bitte? Nein, ich war missreizlos. Es geht mich zwar überhaupt nichts an, aber was war denn vorhin mit dir? Oh, weißt du, ich habe was Dummes in der Schule erlebt. Was denn? Naja, ich wollte mit einem Mädchen ausgehen und sie hat gesagt, wir sollten einfach Freunde sein. Oh, das ist wirklich eine grauenvolle Ausrede. Ach, ich habe bei den Mädchen kein Glück. Wäre ich doch nur ein bisschen wie mein Bruder, der wird jeden Tag von irgendeiner Tussi angemacht. Wirklich? Ja. Er scheint ziemlich von sich überzeugt zu sein. Ja, aber da steht dir doch drauf, oder? Nicht unbedingt. Ich mag Jungen, die so sind wie du. Naja, lustig, kreativ und nett. Oh, ich glaube, es wird Zeit zu gehen. Es war nett, dich kennenzulernen. Wir beide könnten ja mal ein paar Fotos machen. Ja, genau. Wie wär's mit morgen? Naja, morgen ist Samstag. Okay. 10 Uhr? Einverstanden. Na toll. Oh, ich brauche deine... 317 Oakmont. Und deine Adresse? Das war sie. Oh, natürlich. Bau! Ja! Bitte entschuldige. Apartment 25. Ja. Du musst ja früher oder später da herunterkommen, Smokey. Und sobald du das tust, werde ich dich zu Haché zerkleinern. Ja, so was Schönes hat ihr noch nie. Wir sind die hübschesten Mädels auf dem Campus und unser Röckchen weht. Schatz, hm? Was tust du auf dem Tisch? Ich sagte dir doch, der Kerl hat einen Haschmich. Sie jagt mich, Ellen, und sie hat gedroht, mich zu töten. Also jetzt hör mal, sie ist Invalidin. Klasse zufrieden, ja? Mich beschleicht das Gefühl, da steckt Methode dahinter. Fäng dich damit ab, T. Du bist nicht so toll, wie du gedacht hast. Ich bin unschlagbar. Was ist los? Hey, die hübsche Lori ist gestern von Terry gefragt worden, ob sie für ihn Zeit hat. Und das ist der Knaller. Sie hat keine Zeit. Oh, tut mir leid, T. Och, so ein Pech, Terry. Ich find's ungerecht. Du hast dir immerhin die Mühe gemacht, das Piano hochzustemmen. Ja, na und? Ich war auf der Suche nach einer Dollarnote, die ich verloren habe. Könnte ich vielleicht erfahren, wann du sie gefragt hast? Gleich, nachdem sie das Haus verlassen hatte. Ich, war zufällig gerade draußen vor der Tür. Oh, deshalb hast du dein Auto mit freiem Oberkörper gewaschen. Oh, sowas kriegt auch nur mein Sohn hin, mitten im Januar. Also was ist? Ist sie verheiratet? Nein. Ist sie verlobt oder was ist los? Nein. Oh, alles klar, Dad. Du hast ihr gesagt, sie soll sich nicht mit mir einlassen. Du fürchtest, ich breche ihr Herz und sie arbeitet da nicht mehr so gut. So ist Nein. es, ha? Das ergibt keinen Sinn. Terry, ich denke doch, es wäre absolut möglich, dass Lori männliche Wesen bevorzugt, die lustig, kreativ und nett sind. So wie ich. Unsinn. Nein, Lester, ich glaube, ich sollte ihr irgendwas schenken, worauf Frauen besonders stehen. Wie wär's mit einem Goldkettchen? Das ist eine originelle Idee. Lester, wieso hast du heute so extrem gute Laune? Ich würde es euch ja verraten, aber dazu fehlt mir die Zeit. Auf mich wartet eine Frau. Also, auf Wiedersehen, liebe Familie. Macht's gut. Ich sehe euch in 2 Wochen.
gut. Nanu, hör mal, das Frühstück ist seit 2 Stunden vorbei. Ja, ja, schon klar. Ich habe nur was überlegt. Wieso hat meine Anmache bei der guten Laurie nicht funktioniert? Aber das ist doch klar, oder, Dad? Sie war nicht gerade gut. Also, ich habe mir eine neue ausgedacht. Hör mal zu. Baby, wenn ich dich nicht haben kann, bleibt mir nichts übrig, als Mönch zu werden. Klingt wirklich gut. Moment mal. Schätzchen, du bist so süß. Durch dich verliert der Zucker seinen Job. Klingt auch gut. Warte. Baby, du raubst mir die Sinne. Ich liebe dich. Hör zu, Junge. Es wird allmählich unangenehm. Hey, warum bist du so verdammt glücklich? Ich bin verliebt, Harry. Und das Leben ist einfach wundervoll. Hey, sag mal, du spitzt wohl. Und gestern habe ich noch glatt gedacht, dass ich tatsächlich nie eine Freundin haben werde. Das freut mich für dich. Was soll das heißen? Mit wem bist du ausgegangen? Also schön. Ich sag dir, wer es ist, aber versprich mir, es nicht der zu sagen, sonst schmeißt du sie vielleicht raus. Laurie! Woher weißt du? Lester, die Kleine ist 20 Jahre alt. Du bist wirklich reichlich naiv. Das Alter hat in der Liebe nichts zu sagen, Mann. Jetzt hör mir mal zu. Laurie interessiert sich nicht für dich. Entweder du blickst nicht durch oder sie macht sich einen Scherz. Lass sie sausen und komm zu dir. Ach komm schon, Mann. Du bist bloß sauer, weil sie dir gestern einen Korb gegeben hat. Nein, wirklich nicht. Ich will nicht, dass sie dich verletzt. Und so wird's kommen. Also, jetzt muss ich dir mal was sagen. Nimm's mir nicht übel, nur ich glaube fast, du solltest nicht auf Frau Berger hören, sondern auf mich. Schönes Wetter heute. Lester! Ganz meinerseits. Was tust du hier? Hast du was vergessen? Oh nein, oder? Ich will nichts holen. Ich bring dir etwas. Tada! Ja, das ist ein kleines Souvenir für dein Portemonnaie. Oh, ich hoffe, dein Portemonnaie ist groß genug. Das ist sehr nett von dir. Ja, also ich würde dich reinbitten. Gute Idee! Weißt du, ich dachte, wir schauen fern und... Oh, scheint ungemein beliebt zu sein, dein Fernseher. Ich störe hoffentlich nicht. Wir sehen uns einen Film an. Hört mal, das ist Dr. Freemans Sohn Lester. Das sind meine Mitbewohnerinnen Lisa und Pam. Aha. Und wer sind die Kerle? Oh, das ist Lisas Freund Rich und das ist Pams Freund Scott. Na großartig, alles Paletti, Leute. Oh, Robocop 2, toll. Lester, oh nein, keine Sorge. Ich habe ein paar Colas und hawaiianische Barbecue-Chips. Mal sehen, was sonst noch in der Tüte ist. Hast du auch eine Mitbewohnerin für den Typen? Tja, dann sollte ich wohl besser gehen. Ach, verdammt. Lester, warte. Wozu? Du hast doch nicht etwa gedacht, dass zwischen uns etwas laufen könnte. Na klar! Ich hab's geahnt, du hast nur mit mir gespielt. Das stimmt nicht, ich schwör's. Ich dachte, du hast mich gern. Das tue ich, aber als Freund. Lass nur, schon okay. Anscheinend kann sich kein Mädchen in mich verlieben, aber egal. Ich hab dafür 3 Millionen Freunde. Ich wollte dich nicht verletzen. Tut mir leid. Ist schon klar, vergiss es. Mach's gut.
Ron, alles okay? Nein, mir ist schwindelig. Wirklich, es tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Weißt du, wenn ich gewusst hätte, was los ist, hätte ich dir doch gesagt, dass sie sich hinter dem Vorhang versteckt hat. Sag mal, was ist passiert? Sind das Reifenspuren? Weißt du, ich glaube, ich sollte dir besser die Wahrheit sagen. Sie hat dich überfahren und dann ist sie noch mal mit vollem Karacho hin und her. Es war nicht schön. Wir sollten es vergessen. Alles klar, T. Du hattest recht, Mann. Sie hat nur gespielt. Ich hoffe, es macht dich glücklich. Junge, Lester, stören wir? Kann man wohl sagen. Ich hab's Ihnen gesagt, Lester. Oh, danke, T. Dann weiß ja jeder, dass ich bescheuert bin. Schatz, ich kann mir vorstellen, wie du dich jetzt fühlst. Ja, für dich muss die ganze Welt auf dem Kopf stehen, ist es nicht so? Ich meine, ganz davon abgesehen, dass du auf dem Kopf stehst. Lori wollte dich sicher nicht verletzen. Sie ist ein guter Mensch. Ja, ich weiß. Jetzt hör mal, Bruderherz. Ich weiß nicht, ob dich das tröstet, aber eins ist klar. Sie hat dich viel lieber als mich. Ja, da ist was dran. Hey, deine Zeit wird kommen. Irgendwo hängt ein wunderschönes Mädchen mit dem Kopf nach unten und wartet nur auf dich. Danke, Leute. Und nun würde ich gern allein sein. Jetzt komm erst mal her, Okay. Alles klar. Ja, schön die Ohren steif halten.